Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen hier heute den Deckel drauf auf unserem wunderschönen Bahnhof, wie ich finde. Ich bin da richtig zufrieden mit. Also, da haben wir schon was sehr Schönes geschaffen, muss ich sagen. Ich bin richtig begeistert und happy, ne? Sage ich ja selten. Aber gebe ich hier gerne an dieser Stelle mal zu. So, Dach. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde hier als Zwischenlösung ein Flachdach nehmen. Beziehungsweise gibt es ja diese ganz dünnen Holzwände. Die hier. Aha, perfekt. Ich glaube, die machen sich ganz gut. Achso, ne, warte, so erstmal drehen und dann machen wir so. Als Zwischenwanddecke. Und dann können wir halt gucken, wie wir da das. Guck mal, das passt schon. Wir dann da das Dach halt draufziehen. Aber noch hier ein bisschen wieder raus. Das machen wir jetzt am besten auf diese Höhe, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. So. Ich hoffe, das passt überall jetzt so, wie ich das gerne hätte. Das wäre dann ein Traum. Hier brauchen wir das auch. Am besten hier auch. Da bin ich eh noch gespannt, wie wir das gelöst bekommen. Weil wenn wir das hier bündig anbringen, ne, dann kommen wir schon so von Wand zu Wand. Das ist ja auch blöd. Aber das hier ist halt auch blöd. So. Jetzt wird es gleich schon spannend, wie wir das hier hinten lösen. Weil wir können es ja eigentlich einfach gerade durchziehen, ne? Die Wand da ist ja noch gerade. Aber hier haben wir dann optisch höher gebaut, als die Decke dann am Ende ist. Ja, dann müssen wir da nochmal ein bisschen rumfummeln, aber das ist kein Problem. Mal noch einen weiter. Das sollte ja ohne Probleme funktionieren. Ja. Und jetzt müssen wir das Ganze noch nach hier vorne erweitern. Musst du vorne irgendwo raus? Ne? Ist da an der Seite so ein bisschen raus. Das ist ärgerlich, aber das kriegen wir gleich noch behoben. Ja, hier können wir jetzt noch nicht wirklich dicht machen. Weil wir dann, ja, die Warteschlange nicht weiter ausarbeiten können. Aber den Bereich, den können wir auf jeden Fall schon so machen. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, wenn ich es denn erwischt kriege. Oh Gott. Jetzt kopiere ich wieder allen möglichen anderen Kack, den ich nicht möchte. Ich möchte nur das Schild. Habe ich nur das Schild? Oh ja, sehr gut. Das müssen wir uns nämlich jetzt ein Stück tiefer holen. Damit es da nicht der Decke hängt. Das so. Das hier könnten wir eigentlich auch weiter runterziehen. Ne, können wir nicht. Wegen der Luke. Okay, ne, dann lassen wir es so. Ich wollte das eigentlich wieder positionieren. Dankeschön. Ich glaube, so ist es dann ganz in Ordnung. Okay. Sieht von hier drinnen doch okay aus, würde ich sagen. Glitscht ein bisschen da oben. Aber das Feeling hier drin ist soweit doch in Ordnung. Auch die, ups, die Toiletten, das geht ganz gut. Das fällt gar nicht so extrem auf. Jetzt ist halt die Sache, das Dach. Hier könnten wir schon mal ein kleines Dach draufziehen. Das wäre kein Problem.
Ich hätte nur die Frage, was für ein. Würde eigentlich sehr gut passen, ne? Das ist halt das, was ich befürchtet habe. Aber vielleicht können wir das anderweitig kaschieren, um da was rauszuzaubern. Frag mich noch nicht was. Aber dass wir das versteckt bekommen. Das machen wir erst einmal ganz entspannt. So. Die Lücken schließen wir dann noch gleich. Was wir machen können, ist hier diese Außenkanten vorne noch dran. Dass ein kleines Stückchen überhängt. Macht alles besser. So. Da waren. Brauchen wir die Stuckwand, ne? Und zwar diese Höhe. Diese Höhe, it is. Oh, das ist die richtige Farbe. Bist du dieses Weiß gewesen? Sieht gut aus, ne? Und dann haben wir das nämlich auch fertig. So, jetzt müssen wir halt gucken, was wir mit diesem kleinen wunderschönen Okolyten hier machen. Ich überlege gerade, das halt irgendwie jetzt zu verbauen, ne? Frage ist nur, womit? Das halt nicht ganz so kacke aussieht. Nee. Nee, das gefällt mir nicht. Was machen wir denn da hin? Von was würde Sinn machen? Etwas höher? Vielleicht wirklich? Also so ein. Ah, wo nochmal so ein Fensterchen rausguckt. Weil dafür ist es mir eigentlich zu breit. Würde ich das wahrscheinlich halt so anbringen. Es ist zu groß. Es ist ja höher als hier das Dachgerüst. Aber das hier ist halt zu niedrig. Aber im Vergleich zum restlichen Dach dürfen wir eh nicht wirklich höher gehen, ne? Wenn wir da eine Art Schornstein rausmachen. Braun hier nochmal aufgreifen. Das trennen. Ein Stück rüberschieben. Dann ist es da zumindest nicht mal in der Außenwand am Glitschen und sitzt hier so ein bisschen merkwürdig drauf. Ja, gebe ich zu. Das kriegen wir hoffentlich irgendwie vernünftig hin. Also das hier ist gerade echt kniffliger, als ich gedacht habe. Das Ding da jetzt zu verstecken. Ich hatte gehofft, man sieht es nicht so extrem. Tut man aber doch. Schön. Oh, sag nicht, das gibt nicht da eine schöne Höhe, um das zu benutzen. Dann nehme ich da auch von diesen Wandverkleidungen wieder irgendwas. Da haben wir ja verschiedenste Optionen. Und da eventuell nutzen kann. Ja, ich war gerade am Überlegen, ob das vielleicht nicht zu sehr nach Fenster aussieht, aber sieht es. Genauso wie das, ne? Haben wir hier Schönes? Aha, irgendwelche Ladenfronten. Hat sogar da an so Lüftungsschornsteingedönsen, ob wir da irgendwie was faken können. Sieht zu sehr nach Fenster aus, ne?
Können wir nicht erschummeln? Zieh's mal so, wie es mindestens sein müsste, wenn wir so ein Objekt nehmen. Das wäre so. Das ist nicht so schön. Nee. Nee, das sieht alles doch zu sehr nach Fenster aus. Was es ja auch ist, klar. Oh, das könnte vielleicht funktionieren. Ah, danke, spielen. Beruhigen Sie sich. Danke. Einfach so halt. Aha. Und dann eventuell einen Schornstein drauf. Wenn wir da jetzt was Schönes Kleines finden, was sich da gut machen würde. Ich hab klein gesagt. Spiel. Klein. Klein. Das Gefühl, die werden immer größer. Klein und schön, bitte. Ich sehe sowas vielleicht dann einfach. Die sind mir hier zu mediterran. Das könnte vielleicht funktionieren. Was jetzt hier so anbringt. Keine Ahnung, Schornstein, Lüftung, was weiß ich fürs Klo. Also wer da halt Pupu macht, das dampft da ab. Ist nicht schön, aber ist halt Backestarche, ne? Wir könnten natürlich... Oh, wir könnten jetzt auch noch ganz... pfiffig und tricky hier werden. Gehen wir nochmal ins Gebäude. Und zwar, wenn wir da eine Tür hinfaken, dass das wirklich so eine Art Mini-Backstage-Eingang ist. Fürs Personal. Das hier ist so eine... Ja, aber könnte auch eher so eine Western-Tür sein, ne? Die haben wir, glaube ich, auch da sehr oft benutzt. Ich hätte gern so eine Billo-Bayerisch-Tür. Wäre die halt. Bräuchte dann auch wieder einen Türrahmen, damit das gut aussieht. Ah, so viel Arbeit für so ein Mini-Detail, auf das am Ende kein Mensch achten wird. Schön. So weit ist es schon gekommen mit mir. Jetzt passt auf. Machen wir. Kriegt jetzt noch so einen kleinen Rahmen. Und noch höher? Ja, ein bisschen, ne? So. Haben wir die langen hier unten. Ich wollte eigentlich mehr schaffen als das hier heute. Sieht schon wieder schlecht aus, ne? Einen Türrahmen brauchten wir für das Ding jetzt schon. Sonst hätte das sehr dämlich ausgesehen. Ich hätte da jetzt auch gerne noch eine Lampe. Plump. Und vielleicht auf der anderen Seite. Ne? Muss ja auch von außen halt hübsch aussehen. Noch so ein paar Blümchen, die da hingehängt worden sind. Und dann machen wir hier nämlich einen kleinen Fake-Weg. Entweder mit Bodenplatten oder mit so einem echten Gehweg. Sag mal, du... Ich weiß, das sieht gerade doof aus. Siehst du denn auf der Rückseite aus, mein Freund? Aha. Aber nicht... Nee. Prinzipiell ja, aber nee. Ich spreche wieder in Rätseln, ich weiß. Wo hätten wir denn sowas, was wir dafür benutzen könnten? Hier sind halt alle zu eckig, wenn man da die Rückseite nehmen würde. Oh.
Was für Objekte kann man nehmen? Warte mal, habe ich nicht so einen Pseudo-Fake-Steinweg hier oben gemacht? Ne, da habe ich Holzplanken genommen, ne? Also sowas hier möchte ich im Prinzip machen. Nur mit Steinplatten. Döns. Tja. Das ist jetzt halt die große Frage. Was kann man da nehmen? Ich jetzt hier eingebe Stein, ja? Kriegen wir Edelsteine? Kriegen wir Grabsteine? Aber ihr seid auf einer Seite halt so flach, ne? Weil ihr halt theoretisch prinzipiell ein Grabstein seid. Ups. Hallo? Aber... Hier ist der Boden auch irgendwie nicht ganz so schön. Finde ich doof. Mann. Also, dass das generell... Und sowas hier? Nee, das sieht mehr nach Ruine aus. Dass das ruhig ein bisschen überwuchert ist an einigen Stellen, das ist alles völlig in Ordnung für mich. Aber es soll trotzdem dabei gut aussehen. Wenn ich jetzt die normalen Steine nehme... Ich meine, da haben wir prinzipiell, glaube ich, auch einen dazwischen, der eventuell etwas flacher ist als die anderen. Aber nee. Ich werde da gleich auf jeden Fall mal kurz gucken, bevor ich mich hier doof und dämlich suche und nichts finde, was wir überhaupt nehmen könnten. Da noch ein bisschen vorankommen heute. Aber ich sehe hier auch so beim Durchscrollen jetzt nichts Passendes. Hier so die Schokokekse. Keks. Ist ein bisschen shiny, ne? Auch ein bisschen sehr shiny. Du bist ein bisschen groß, hast aber schöne Struktur. Was haben wir hier noch? Hm? Das könnte direkt so ein Bett sein oder so. 5 Leute. Ein Stück Kohle. Wir legen hier den Weg mit Kohle aus. Da brauchen wir bestimmt nicht lange mit. Kleine Drops. Du hast noch Struktur, aber bist halt auch nicht geeignet. Wie sieht's mit so einem Keks aus? Warum seid ihr so übertrieben groß? Ist doch... Nee. Mir was Kleineres, bitte. Pralinchen. So eine Waffel. Auch mega riesig. So ein bisschen fertig, dass der Boden hier so uneben ist. Da ist es, glaube ich, zu groß. Ja. Was bist du? Uralt Pfeilgift. Ja, auch überhaupt nicht übertrieben. Dankeschön, Spiel. Hier diese Waffeln. Sei gut klein, bitte. Ja, genau, klein. Wenn man... Nee. Das ist alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Och Mann. Okay, ich guck mal eben schnell noch, bevor wir hier gar nichts mehr schaffen. Bei den Steinen. Gibt es da einen, der so ein bisschen flacher ist? Aber das sieht ja auch nicht aus wie... Wie Gartenwegsteine. Wisst ihr? Okay, dann muss ich das leider doch wieder irgendwie mit Terrängeding machen. Sagen so, ist ein bisschen kleiner. Vielleicht ein bisschen stärker. Malen halt hier so einen Dreckweg hin. Halt der Zugang. Und dann würde ich, links und rechts da drum herum ja, gestalten. Halt hier machen wir Steine hin. So an den Berghang. Jo. Perfekt. Er snuggelt sich da richtig schön rein.
So, und dann machen wir da noch ein bisschen Gestrüpp zwischen. Ach so, warte, nee, ihr solltet jetzt vielleicht gerader sein, dass das gut aussieht. Also überall so Ticken durchgucken. Weil das, finde ich, passt da gerade überhaupt nicht hin. So, was haben wir hier mehr Chancen, irgendwie was zu gestalten? Na? Dass man da einfach so ein bisschen Dekoration hinbekommt. Ein paar gelbe Blumen. Bisschen anderes Gestrüpp, was hier zwischen raus wächst. So. Ne, einfach um das so ein bisschen abzugrenzen. Hier vorne würde ich noch eine kleine Mauer, einen kleinen Zaun irgendwie dann bauen, der hier lang geht. Und das Ganze hier vielleicht irgendwie abtrennt. Ich bin ja auch noch am Überlegen, ob ich hier die Wege komplett verstecke. Aber wenn das hier auch, der ist auch sehr uneben, ne? Da kriegen wir dann auch nur Probleme mit. Ich glaube, dann würde ich die Wege behalten, wie sie sind. Hier kann man noch mal gucken, ob man das irgendwie schöner verbunden kriegt, diese Übergänge. Ich würde das eigentlich schon gerne alles ein bisschen mehr verstecken. Da muss ich mir dann noch Gedanken machen, ob ich das mache, wie ich das mache. Ob ich hier jetzt wirklich sage, ich verbaue das Ganze. Das wäre dann halt mit zum Beispiel nicht dieses Objekt jetzt. Ich klaue mir das mal eben. Steuerung D. Also es wäre jetzt zum Beispiel so, dass ich das dann nehmen würde. Und, also nicht den jetzt explizit, ne? Das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Und hier überall drauf verlege, dass das der eigentliche Boden ist. Und dann würde ich das halt auch, sag ich mal, hier lang verlegen. An solchen Stellen darüber, dass es aussieht, als wäre das hier eine große Fläche. Aber die Leute können halt nur logischerweise hier lang gehen. Vielleicht mache ich hier noch einen Fake-Weg hin. Also so ein, nicht ein Fake-Weg, aber so ein, ne? Wegstück. Muss ich aber gucken. Ich lasse es da erstmal liegen als Überlegungspunkt, ob wir das machen, ob wir das nicht machen. Würde natürlich viele Stellen, so wie die hier, kaschieren und einheitlicher machen, den kompletten Look. Aber andererseits kriegen wir mit Sicherheit hier auch noch Probleme, dadurch, dass das alles so wellig und wobbelig ist. Ja, aber genau. Damit enden wir mit diesem wunderschönen Bild. Nein. Damit haben wir eigentlich gut was hingekriegt, hoffe ich. Also wir haben hier die Decke schon mal reingezogen. Das macht das Feeling von drin auch schon mal anders. Wir haben das, denke ich mal, gut kaschiert. Hier jetzt noch was hingebaut, neue Ideen entdeckt. Und dann können wir, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann erstmal die Warteschlange weiter. Damit wir hier halt komplett Dach draufziehen können und verschönern können und das ganze Gebäude dann abschließen können, bevor wir hier außen die restliche Dekoration anbringen. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!